So, wir sind im Multiplayer und wie ihr hier sehen könnt, laut meinem letzten Kontostand, ich habe in zwei Touren mal ohne Aufnahme gefahren. Nur einfach auf den Grund, dass wir uns auch endlich mal hier was fürs Auto kaufen können, ohne dass wir immer einfach nur das fahren, sondern jetzt haben wir 86.000. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo hier die Werkstatt ist. Lass mal einfach mal hintoggen. Ach, ich stehe ja bei der Werkstatt. Hä? Ach, ich stehe ja bei der Werkstatt. Cool. Hab ich gar nicht mehr gewusst. Ja, genau. Regen wie immer. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Achso. Nanu, wieso funktioniert meine Bremse schon wieder nicht? Doch, jetzt geht's wieder. Ach, das ist doch alles irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. So, ich würde sagen, mal kurz hier reingucken. Gut, hier war nichts. So, tja, jetzt können wir uns überlegen. Wenn du dieses Teil verwendest. Ach ja. Bin alles zurückgesetzt, ja. 32.000. Aber wir kriegen hier bald einen neuen Motor. Tja, was ist besser? Motor oder Aussehen? Nein, wir können ja mal gucken. Ja, das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus, ne? Ich meine, hier hinten, ich glaube, das hat sich auch gerade geändert hier, ne? Das habe ich hier, ne? Ja, genau. Ja, kostet 50.000. Wollen wir das kaufen? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir kaufen doch einfach. Aber ich möchte meine... Was war das? Habe ich das hier gebracht? Nein. Scheiß, hier war. Ja, hier, genau. Hier habe ich meine Farbe wieder. Aha, ist ja geil. Okay. Ich würde sagen, diese Farbe lasse ich auch so. Und. Aber ich glaube, das hier unten muss ich noch, ne, oder? Geht das nur diese. Das ist sehr hässlich. Das will ich nicht. Ah. Einmal so. Ach ne, ich würde sagen, wenn, dann machen wir das gleich komplett hier, ne? Das ist gleich vernünftig. Ey, das sieht ja gerade. Ey, wo ist mein zweiter Auspuff? So, das muss schon sein. 52.000, meine Fresse. Machen wir das? Mein geil sieht das ja aus, ne? Was ist das hier? Achso, was hatten wir gerade? Was ist das hier? Ach ja, das ist da vorne hier. Nee. Also ich finde, das muss weg. Ich würde sagen, so, Pech. Juhu. Na, wenn das mal nicht geil aussieht oder was. Wie sieht das von drin aus? Hey, wo ist noch der Fernseher da drin? Ja, Mensch, das ist cool. Und wir haben immer noch 34.000. Cool, dann würde ich sagen, fragt mal, können wir mal gucken, wie sich die Kiste hat. Auf der Straße. Hallo. Ja, hier habe ich ja einen guten Tipp bekommen von meinem Namensvetter. Einfach mal, ups, ja genau, einfach mal schlafen. Und dann mal sehen. Ob das stimmt. Weil er sagt, einfach mal schlafen. Und dann sind Aufträge da. Na, da bin ich ja mal gespannt mit dem Flitzbogen. Und ich musste Kredit bezahlen. Und siehe da, er hat recht. Ey, cool. Guck da, gleich 14.000. Oh, 579. Das machen wir. Danke, René. Danke.
dass du mir diesen guten Tipp gegeben hast. Ohne dich wäre ich jetzt wieder. Ohne dich wäre ich natürlich jetzt wieder ohne Fracht losgefahren. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Hallo? Ja, den will ich haben. Aber wieso zeigt er das mal Navi nicht an? Service, Parking. Muss ich da hinten hin? Ich würde sagen. So, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, Mensch, hallo, von wo muss ich denn jetzt das Ding holen? Warte mal, was stand da? Firma ist. Müllexport. Da unten. Hä? Oh, da bin ich doch gar nicht. Ich bin doch hier. Hä? Hier stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht. Jetzt hat er aktualisiert erst. Ah. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Ist ja geil. Wir haben endlich ein größeres Auto. Oh, was ist ein Büro schiebt. Ach, wo kommt der denn mal her? Ach nee, auf die Straße immer. Auf die Straße immer und so. Oh, warum leckt denn das hier schon wieder so heute? Ja, oder da hast du die Ampel verpasst, wa? Da hinten ist wieder der Train Simulator. Ah, den Train Simulator würde ich auch mal ganz gerne wieder spielen. Den habe ich damals auch sehr, sehr gerne gespielt. Hab mir auch meine Strecke selber gebaut. Oh, sorry. Das war... Ey! Oh, was sind das für eine Kacke? Ey, jetzt haben die Schweine mir meinen Auftrag geklaut. Egal, dann nehme ich den. Och, Mann. Ja, ja, du mir auch. Oh, das ist ja schon wieder ein Gewusel hier, du. Meine Güte, ey. Schön, 12.000 Euro Auftrag weg. So, bloß weg hier. Nein. Oh, ich vergesse immer den auf den ersten Gang einzulegen, aber auf D zu schalten. Oh, bloß weg hier. So. Oh Mann, ey, das war ja wieder ein Gewusel hier, du. Was steht da unten? Potem? Yo, yo. Das versteht doch keiner. Also ich versteh's nicht. Mensch, 5 Meilen müssen wir noch fahren. Hey, das war ja mal ein ganz schneller Auftrag. So, da fahren wir hier gleich überall grün. Oh, wie weiß ich das? Oh Mann, ey, das ärgert mich richtig.
Aber naja. Egal. Ich bin überhaupt dran, sondern so leer oder so. Jojo. Na komm, schalt um, ich will nicht anhalten. Na los, komm, jetzt. Schalt. Los. Ich mach. Oh, Mensch. So. Ja, dann können wir es ja demnächst bald noch. Ja, nun bin ich echt beim Überlegen, was ich als nächstes mache. Ob ich lieber mein Auto weiter aufmotze. Oder ob ich meine Firma lieber ausbaue und lieber Angestellte kaufe. Also nicht kaufe, sondern Angestellte einstelle, damit die mein Geld verdienen oder für mich mitverdienen. Hat ja auch was, ne? Ich glaube, ich kaufe mir noch einen stärkeren Motor, dann, wenn ich bei 12 bin. Und dann. Deine. Kaufe mir einen stärkeren Motor. Und dann baue ich hier meine Firma aus. Das hatte ich nämlich bei ETS auch. Schön auf. Schön viele Angestellte hatte ich da. Ja, und die haben ja eigentlich richtig gut, richtig gut Geld verdient, die Jungs und Mädels. Ja, ich habe auch ganz viele Mädels eingestellt. Ja. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass auch im Multiplayer irgendwie Computer generiert oder was weiß ich, wie man das nennen will, dass die Geld für mich verdienen irgendwie. Mal testen. 464. Naja, so, Auftrag haben wir jetzt ein bisschen was mehr hin. Sag mal, wollen die mich jetzt verarschen oder was? Nehme ich lieber den. 482. Ja, ich nehme den. So, wo muss ich hin? Kann ich hinten rumgucken, ja, ne? So, hoffentlich bleibt der Hänger jetzt für mich. Sorry, ja, das kenne ich. Los, naja, mal ein bisschen Gas geben hier. Oh, Ampel schalt um. Ich hab's eilig, bevor man mir meinen Hänger klaut. Ja, Junge, du hättest euch ein bisschen weiter ausholen müssen. Sag mal. Wo hast du denn Fahrschule gemacht? Also nein. Gibt's denn sowas? Was ist denn hier los schon wieder in Elko? Du willst jetzt. Dein Glück, dass du hier ab bist. Ich kann mir vorstellen, dass mein Hänger schon wieder weg ist. Oh, da
steht noch einer. Da ist doch bestimmt meiner hier der erste, oder? Gucken wir mal. Huhu, 14 Top. Ach nee, das ist ja. Hä, kann ich den hier auch nehmen? Fertig. Oh, Tanken muss ich auch fast gleich legen. So. Hier raus. So. Gut, gestoppt habe ich. Tempomat auf 30. Quatsch. Da wollte ich ja drin. So, fahren wir da oben tanken? Ach, dann schauen wir noch bis zur nächsten Tankstelle. Da blocken wir jetzt noch nicht standen. Ach, mir fällt gerade ein, weil ich mich doch hier so beschwert habe wegen dem Regen. Ich brauche bloß die Regenwahrscheinlichkeit ein bisschen runterstellen. Ich glaube, die habe ich ein bisschen weit oben. Aber das ist standardmäßig noch. Ich habe hier nichts verstellt mit dem Wetter. Mal gucken. Obwohl, im Regen ist ja auch gar nicht so verkehrt. Das ist ja... Ich finde das gut. Ich weiß auch nicht, ob es dort wirklich so oft regnet. Na nun komm, gib mir ein bisschen hier. Lass mich schneller fahren. Jetzt. Ja, wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen schwerer geworden, oder? Glaube ich. Oder? Ich weiß nicht, ob das, ob er das mitzählt, dass man schneller geworden, schwerer geworden ist. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, habe ich meine Lichter überhaupt noch oben auf dem Auto? Die will ich natürlich wieder haben. Ich weiß gar nicht, ob es für diesen Aufbau dann auch Lichter gibt, aber eigentlich schon, da wird ja drüben. Naja, das sind ja diese Trucks. Naja, wenn nicht, ist es ja auch egal. Wir müssen ja nicht unbedingt die Lampen oben auf dem Dach sein. Also ich glaube, als nächstes baue ich erstmal meine Firma aus. Dass ich noch einen Angestellten mir einstelle. Ich hätte ja richtig Bock, nochmal einen Kredit aufzunehmen, jetzt doch. Aber dann müsste ich ja 180.000 alleine ja schon für... ausbauen, dann müsste ich noch ein kleines publikes Auto kaufen, also ein LKW kaufen. Also ich weiß nicht, ob sich das, doch rechnen wird sich das bestimmt. Muss ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Multiplayer hier gestrickt ist mit dem. Ob die Angestellten da was verdienen. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich müssten die ja auch, oder? Aber das wäre ja scheiße, wenn das nicht. Man gibt so viel Geld aus im Singleplayer. Ich meine, dann müsste das im Multiplayer eigentlich auch funktionieren.
Ich glaube, wenn ich jetzt hier am Ziel bin, gucke ich mal nach, ob ich kreditmäßig mir da und so eine Firma ausbauen kann. Das billigste Auto kaufen wenigstens erstmal, dass das ein bisschen Geld mit reinbringt hier. Ja, ich glaube, das mache ich, du. Ich glaube, das mache ich. Ja, ja. Weil ausbauen muss ich die Firma sowieso irgendwann. Ja, die Zinsen. Schon. Ich muss mal gucken, wie viel Kredit ich da überhaupt aufnehmen muss. Warte mal, 180.000 das Ausbauen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie teuer war der hier, den ich jetzt habe hier. Oder kaufe ich den anderen? Den Peters. Wie hieß der? Peter. Ja, so ungefähr. Muss ich mal gucken, welchen ich da kaufe. Erster Angestellte wird eine Frau. Ja, das mache ich. Ja, vielleicht hätte ich doch mal die andere Tankstelle davon anfahren sollen, wa? Jetzt kommt natürlich wieder keiner. Naja gut, noch habe ich ja genug drin. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, haben wir jetzt eigentlich auch einen größeren Tank jetzt? Ja, eigentlich schon, ne? Ich glaube, das müssen wir einen größeren haben. Aber auf die Größe kommt es ja nicht an. Ho, 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 ho. Sondern wie man mit seinem Wägelchen umgeht. Was habt ihr denn jetzt gedacht? Nee. Diese heutigen Mut. So, gucken wir hier runter zur Tanke, oder? Ist hier überhaupt eine? Ja gut, wir können ja mal die nächste Abfahrt gucken. Ist gar keine, oder? Nö, sieht nicht so aus. Ach ja, stimmt ja. Im Multiplayer kann man ja jetzt nicht die Karte aufrufen. Da müsste das wahrscheinlich so eine Karte geben, die man sich jetzt hier transparent ins Bild holen kann. Und das wäre besser. Weil jedes Mal anhalten ist ja auch doof. Oh, nun los. Welch mit 37 ist doch kacke. Oh, Ampel hat umgeschaltet. Chanel. Nicht umschalten. Nicht umschalten. Oh, jetzt kannst du umschalten, ist mir das egal.
Ah, vielleicht hätte ich mal abbiegen sollen hier, ich kleine. Ach, da links war eine Werkstatt, dann war da garantiert auch eine Tanke. Ah, Mist. Fahre ich hier runter? Was meint ihr? Soll ich das tun? Eigentlich habe ich ja genug Zeit. Ne? Ach, da ist eine Tanke. Dann fahre ich doch hier runter. Huhu. So. Oh, das war ja klar. Dann hoffe ich ja mal, dass jetzt nicht wieder hier mein Gaspedal wieder rumspinnt, weil ich jetzt hier auf der Schrägen stehe. Weil immer wenn ich da auf der Schrägen stehe und dann Gas geben muss und losfahren muss, fährt mein Wägelchen nicht schneller wie 13 Meilen. Oh, das wird aber eine lange Folge, sehe ich gerade. Wir sind ja jetzt schon bei 26 Minuten. Siehst du? Oh, schon geht der Motor aus. Ja, da habe ich mitgekriegt, man darf das Gaspedal nicht komplett durchlatschen. Und wird er schneller? Oh, er wird schneller, na, ein Glück. Ach ne, Quatsch, wir müssen ja geradeaus. Das wollte ich gerade durchknallen hier. Ach, jetzt wollen die alle so Tanker da drüben, wa? Wie das aussieht. Na, der da oben bestimmt.